Servus Leute, ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe schon länger keinen Lesemonat mehr gemacht und auch keine Neuzugänge oder irgendwie so. Ich habe auch nicht wirklich Neuzugänge seit der Frankfurter Buchmesse so zu verzeichnen. Aber dafür gibt es jetzt eher so einen Quartalsbericht über die Bücher, die ich Ende 2018 gelesen habe und auch bis jetzt schon im Januar 2019. Denn ich denke, ich irgendwie gehören da einige dazu, weil es eben eine Reihe mit einschließt. Ja, viel Spaß. Ja, zuerst möchte ich mal die Bücher, die ich gelesen habe nach der Frankfurter Buchmesse zusammenfassen, und zwar die Bücher, die ich eben ja, neu gelesen habe. Da haben wir eben Benji Levy, die Bücher über Olivia, die sich verwandelt in eben eine Benji. Ich lese euch mal ganz kurz hier den Klappentext vor. So hat sich Livy ihren Tod nicht vorgestellt. Sie bekommt einen Job, der aus Heulen und Scharade besteht. Einen altklugen Kollegen mit sexy Stimme, aber ohne Gesicht, und eine staubige Dachkammer ohne Internetanschluss. Livy ist jetzt die Benji von Schloss Harrowmore und hat in ihrer Rolle als Schutzgeist die Aufsichtspflicht über eine der tollpatschigsten Familien Englands. Als dann auch noch ein nachtragender Dämon auftaucht, um eine uralte Rechnung zu begleichen, ist Livys Tod endgültig aufregender, als es ihr Leben jemals war. Ja, falls ihr meine Rezi-Buchvorstellung zu der Reihe, ich glaube, das ist der zweite, nee, das sind die drei Teile, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass das ein absolutes Highlight des Jahres 2018 war. Die Bücher von Miriam Rademacher, erschienen im Stellensand Verlag, sind der absolute Knalle, und ich bin ein absoluter Fan dieser Reihe und ich freue mich schon unglaublich drauf, wenn endlich der vierte Teil, das ist der erste, der zweite und der dritte hier, das grüne, wenn eben der vierte Teil zu der Reihe erscheint. Absoluter Fan. Die Charaktere sind geil, alles rundum super und witzig. Kommen wir zum nächsten, zu Bloody Mary. Das habe ich da im Anschluss drauf gelesen. Du darfst dich nicht verlieben, von Nadine Roth. Auch ein richtig, richtig cooles Buch. Ganz schön, ich lese euch auch mal den Klappentext vor, dann versteht ihr, was ich meine. Im Jahr 1990 wird die 16-jährige Mary Jane Wyler von einem Serienmörder auf grausame Art und Weise umgebracht und findet sich in der Totenwelt wieder. Gefangen hinter Spiegeln wartet sie darauf, dass jemand nach ihr ruft, um Rache an den Lebenden zu nehmen. Der 17-jährige Evan glaubt nicht an diesen Mythos. Um seinem besten Freund zu beweisen, dass alles reine Fiktion ist, ruft er den Rachegeist und sieht sich plötzlich Bloody Mary gegenüber. Aber ist sie tatsächlich so blutrünstig, wie die Legende behauptet, oder steckt hinter der furchteinflößenden Gestalt nur ein einsames Mädchen, das sich nach Mitgefühl und Wärme sehnt? Evan versucht, zu Mary Jane Wyler durchzudringen, doch er spielt dabei mit seinem Leben.
das ist schon auch cool. Ja, ich habe dazu auch eine Buchvorstellung, eine Rezi gemacht. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch die an, wenn ihr mehr über das Buch wissen wollt. Mir hat es auch sehr, sehr gefallen. Die Story ist richtig cool. Und für jemanden, der sich ab und zu mal ein bisschen gruseln und schocken will, ist das richtig cool. Wenn er dabei noch ein bisschen Romantik, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber naja, lest's. Ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja. Dann kam von Jessica Burnett Elaine Rabenkind. Und da muss ich dazu sagen, das war wartet mal. Danach, nach eben Bloody Mary, kam erstmal was ganz anderes. Und zwar habe ich was re-readet, beziehungsweise mir die Hörbücher von dieser vierteiligen Reihe reingezogen. Denn da ist nämlich von Daphne Unruh die Zauber der Elemente-Reihe als Hörbuch erschienen. Und ich musste die unbedingt mir als Hörbuch reinziehen. Das ist hier der erste Teil, Himmelstiefe. Dann kommt Schattenmelodie, das ist der zweite Teil. Seerosennacht, der dritte Teil, und eben Blütendämmerung, der vierte Teil. Das ist im Löwe Verlag erschienen und wie ich absolut toll. Ich liebe die Reihe, das sind mit eine meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich lese euch ganz kurz mal den Klappentext von Himmelstiefe vom ersten Teil vor. Kira zählt die letzten Schultage. Bald hat sie es geschafft. Doch dann wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Der neue Mitschüler Tim übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf sie aus. Und immer wieder befallen sie Fieberanfälle und unheimliche Visionen von gefährlichen Schattenwesen. Fast zu spät erkennt Kira, dass sie besondere Kräfte besitzt und in die zauberhafte Welt der Akademie der Elemente gehört. Nur hier ist sie in Sicherheit, glaubt sie. Ja, ein fesselnder Fantasy-Roman voller Magie, Romantik und Spannung. Ich habe darüber auch schon ein paar Mal, glaube ich, in meinen Videos berichtet. Ich liebe diese Reihe Himmelstiefe. Kira besitzt magische Fähigkeiten, Elementarmagie. Muss, um diese Elementarmagie auszubilden, in eine Art magische Welt gehen und dort eben lernen, wie man damit umgeht. Und sie ist dann doch ein bisschen außergewöhnlicher als normale elementarbegabte Schüler, denn sie hat nicht nur die Begabung, wie es normal ist, von einem Element, sondern eben scheinbar von mehreren. Ja, da gibt es auch noch Bösewichte in der Geschichte, wie soll es auch anders sein, aber diese Welt, in der Daphne Unruh dieses
diese Story spielen lässt, die ist so cool und die wird hier in den anderen vier Teilen noch so wundervoll beschrieben. Und ich liebe diese Teile. Und ich fand die Bücher schon so cool. Und auch die ganzen, ihr müsst wissen, hier gibt es im Prinzip in den ersten drei Teilen gibt es drei unterschiedliche Protagonistinnen. Im vierten Teil wird das Ganze im Prinzip ein bisschen wieder zusammengefasst und die eigentliche Hauptprotagonistin sozusagen, die Kira hier aus dem ersten Teil, übernimmt hier wieder ein bisschen mehr das Zepter. Aber alle Teile wahnsinnig toll. Und ich fand so cool, mir die mal als Hörbücher reinzuziehen. Deswegen, falls ihr mal coole Hörbücher, die Bücher eben hier statt als normales Buch, als Hörbuch euch reinziehen wollt, eine absolute Empfehlung. Dann kam Elaine. Ja, Elaine Rabenkind von Jessica Burnett. Das habe ich begonnen. Und ich lese euch auch mal ganz kurz den Klappentext vor. Die junge Elaine von Corbenick wächst im Norden Britanniens in einer düsteren Festung auf. Ihr Vater, König Pallas, ist besessen von einer Vision, die Elaines Mutter kurz vor ihrem Tod gehabt haben soll. Demnach wird Elaine die Mutter des größten Helden aller Zeiten. Dafür opfert der König alles, das Wohlergehen seines Volkes und die Liebe seiner Tochter. Ja, die Legende von König Artus erwacht erneut zum Leben. das habe ich gelesen mit Unterbrechungen, denn ich bin zwischendurch mal krank geworden, ein paar Mal sogar, und ich habe das Buch so zur Hälfte gelesen gehabt und dann konnte ich, weil ich, wie gesagt, ich war krank, so ein paar Mal und in relativ kurzer Zeit, und irgendwie war dann der vorweihnachtliche Arbeitsstress so groß, dass ich eben abbrechen musste, und ich bin dann auch erstmal nicht mehr ins Buch gekommen. Ich habe dann versucht weiterzulesen mal wieder, aber ich musste es dann einfach abbrechen und weglegen, weil ich nicht mehr ins Buch gefunden habe. Der Anfang des Buchs war so ein wunderschöner, wundervoller Flow, so alles im Fluss, und ich habe das total vermisst irgendwie, und habe dann zwischendrin die Reihe gehört, wie sagt man da dazu, ich habe Rereading, ja doch, dann erst habe ich mir das Buch wieder vorgenommen, und dann habe ich eben komplett von vorne begonnen und habe Gott sei Dank wieder richtig reingefunden in die Story, und dann war es auch wieder absoluter Wahnsinn. Ich habe dem Buch 15 Punkte gegeben, also Top-Bewertung, mehr geht nicht bei mir. Und ich fand die Story auch so wunderschön. Also Elaine von Corbenick, vielleicht wisst ihr das, ist die Mutter von, wie heißt der, Galahad? Ja, das ist der Ritter, einer der Ritter der Tafelrunde, und auch der Ritter, der den Heiligen Gral später finden soll.
finden wird. Der Vater von demjenigen, von diesem Ritter Galahad, ist auch sehr berühmt, aber das, ja, vielleicht wisst ihr das, wer der Vater ist. Wenn nicht, dann ist es nicht so schlimm, das will ich jetzt gar nicht verraten. Könnt euch vielleicht auf eine falsche Fährte führen hier im Buch. Aber das erzählt auf jeden Fall die Jugend und die Jugend, ja, das Leben von Elaine von Corbenic, der Mutter des Ritters Galahad, ja, noch eben bevor, vor dessen Geburt. Und wie ich finde, ist das so unheimlich toll erzählt. Ja, das ist eben aus dem, ich würde mal sagen, das ist so das vierte, fünfte Jahrhundert in England, wo das spielt, kurz nach der Römerzeit, im frühen Mittelalter, von dem her. Was ganz besonders an dem Buch, an der ganzen Story ist, ist die Sprache. Ich finde diese, wie es geschrieben ist, so unheimlich harmonisch und wohl klingend. Einfach nicht übertrieben und gestelzt die Sprache, ne, sondern so richtig auf den Punkt und total harmonisch und wundervoll einfach zu lesen. So, es ist ja jedes einzelne Wort irgendwie ja, ist wohl gesetzt. Ja. Das war ein absolutes Highlight von 2018. Der Hammer. Ja, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich habe zwischendurch einfach abbrechen müssen und ich war dann ein bisschen verzweifelt, weil ich hier nimmer so reinkommen bin und habe mir dann gedacht, ich muss jetzt irgendwas rereaden, nochmal lesen. Tja, und das habe ich dann auch getan. Und zwar, ja, die ersten vier. Tja, warte mal. Fang mit dem hier an. Ja. Harry Potter und der Stein der Weisen. Meine Runde 22. Ja. Und als nächstes Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Der Gefangene von Azkaban. Tja. Und Harry Potter und der Feuerkelch. Die vier Bücher habe ich mir dann mal reingedrückt. Es musste mal wieder sein, einfach. Es ist jetzt tatsächlich die 22. Runde, die ich diese Bücher gelesen habe. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Die Story von Harry solltet ihr kennen, ist mit eines der besten Bücher oder der besten Reihen, die ich je gelesen habe. Und das sollte man eigentlich, wenn man auf Bücher steht und auf Geschichten steht, dann sollte man das mal wenigstens mal gelesen haben. Dann Weihnachten und so weiter und so fort war dann und ich wollte unbedingt dieses Buch um die Weihnachtszeit lesen. Dann habe ich Unlike von Goldfischen und anderen Weihnachtskeksen von der Corinne Spöri gelesen.
Ja, auch aus dem Sternensand Verlag, die C.M. Spöri, also Corinne Spöri ist auch mit einer der Chefinnen quasi vom Sternensand Verlag und eben auch Buchautoren. Und ich habe mir dieses richtig, richtig tolle Young Adult Genre Buch mal reingezogen. Ja, ich lese euch ganz kurz mal den Klappentext vor. Evan hat in seinem Leben schon viel Mist gebaut, doch seit 5 Jahren ist es ihm gelungen, nicht mehr auf die schiefe Bahn zu geraten. Er wohnt in New York, hat einen Job, eine Wohnung, keine nervigen Freunde, alles wäre eigentlich soweit in Ordnung, abgesehen von der bescheuerten Weihnachtszeit, die gerade in vollem Gange ist. Und ausgerechnet jetzt mischt sich auch noch der schwule Nachbar in sein Leben ein. Dieser kann nicht mehr mit ansehen, wie Evan sich abkapselt und plant deswegen über eine Single-Plattform ein Date für ihn. Sarah, eine Londoner Studentin, wird für eine ganze Woche anreisen, allerdings in der falschen Annahme, dass sie mit Evan gechattet hat und er sich auf ihren Besuch ebenso freut wie sie. Als wäre das nicht schon verheerend genug, ist Sarah auch noch das komplette Gegenteil von ihm. Sie liebt Weihnachten und kommt einzig und allein nach New York, um hier den romantischsten Urlaub ihres Lebens zu verbringen. Zusammen mit Evan. Ja, also ihr hört schon, Evan ist so ein bisschen ein Grinch. Und Sarah ist eben das komplette Gegenteil. Sie liebt Weihnachten und ist eine absolute Romantikerin. Und ja, wie das ins Chaos, ins romantische Chaos abdriftet, die Story, und was da für prickelnde Sachen alles so passieren, könnt ihr in dieser New Adult Geschichte lesen. Ich bin 42-jähriger alter Sack. Und lese eigentlich dieses Genre so gut wie gar nicht. Und ich muss ehrlich gestehen, mir hat das Buch sehr, sehr gefallen. Also ich fand es richtig, richtig geil sogar. Und das will schon was heißen. Also wenn das die richtige Leserschicht liest, glaube ich, wird sie richtig, richtig in Begeisterungsstürme ausbrechen. Das musste ich unbedingt zwischen reinschieben, und ihr könnt euch denken, welche Bücher ich mir dann die letzten paar Tage reingedonnert habe. Also regelrecht, ich meine, ich kenne die Geschichten, Harry Potter und der Orden des Phönix, ne? Und der Halbblutprinz, ne? den kann man schnell lesen, wie gesagt, ich habe den ja schon jetzt 21 Mal gelesen und jetzt das 22. Mal. Ich kann mir die immer und immer wieder geben, weil sie eben mit die geilsten Bücher sind, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und dann, weil dieses Buch habe ich noch nicht so oft gelesen, und zwar Harry Potter und das verwunschene Kind Teil 1 und 2. Das ist im Prinzip ja der achte Teil von dieser Harry Potter Geschichte. Die glorreichen 7 finden hier ihren Abschluss. Das Buch ja spielt ja 19 Jahre, oder fängt, sagen wir mal an, fängt 19 Jahre später, fängt das Buch an. Und falls ihr es noch nicht gelesen habt, ich will nicht gerade spoilern, aber falls ihr
denn das Ende von Harry Potter kennt. Der Epilog spielt ja 19 Jahre später und im Prinzip setzt Harry Potter und das verwunschene Kind fängt im Prinzip ja, da an beim Epilog. Wird ein paar Jahre dann wieder vorgespult noch und so die Hauptgeschichte spielt dann, glaube ich, so im dritten und vierten Schuljahr von Harrys zweitem Sohn, von Albus Severus, denn der ist so hier der Hauptcharakter. Wie gesagt, das musste mal wieder sein und ich wollte dann eben die Harry Potter Geschichte auch eben mit Harry Potter und das verwunschene Kind mal wieder abschließen und beenden. Es musste einfach mal wieder sein. Das war im Prinzip, waren die letzten paar Monate, alle Bücher, die ich die letzten paar Monate gelesen habe. Jetzt auch mit den paar hier habe ich das Jahr 2019 begonnen. Das war's in diesem Sinne. Lest mal wieder was. Ciao.